begrüße euch herzlich zu einem neuen Let's Play von SimCity. Ich habe mit Lumpy gesprochen und er meinte nur, ich soll mal da was aufnehmen und euch das Ganze präsentieren. Bitte seid nachgiebig mit mir. Ich bin noch nicht so erfahren wie andere Leute. Also, dann wollen wir mal loslegen. Und zwar mit einer neuen Karte. Wir haben hier ein wunderbares Menü. Da sieht man schon alles, was ich da mal angespielt habe, probiert habe, etc. pp. Die anderen Spiele von anderen Spielern. Sprich, hier haben wir eine Karte, die vor 2 Tagen erstellt wurde. Die letzte Aktivität war vor 9 Stunden. Die aktiven Spieler. Und wir wollen jetzt einen eigenen Spieler stellen. So, es gibt eine größere Auswahl an Karten. Allerdings sind diese festgelegt, also wir haben immer die gleichen Startplätze. Stadtanzahl, Städte, so jetzt. Und die Großbauprojekte. Also, ich zeig's euch gleich mal genauer. Wir nehmen hier mal. Sowas hier. 7 Städte, ein Großbauprojekt. Wir haben hier unsere Region, diese geben wir Namen Let's Play. Die Multiplayer-Funktion, öffentlich oder private Region, ist eigentlich selbsterklärend. Öffentlich, jeder kann halt beitreten, privat, dementsprechend halt nur Einzelne. Die Baukastenoption, die lasse ich jetzt mal weg, ist einfach nicht so herausfordernd. So, und jetzt sind wir auch schon in der Karte selbst. Wie ich schon gesagt habe, hier ist ein Großbauprojekt. Von diesem Projekt profitieren alle Städte. Und wir können uns selbst eine Stadt auswählen. Ja. Ich kenne mich hier leider nicht so aus, deswegen nehme ich mal. Achso, ja. Hier sehe ich noch die Spezifikationen, also wie viel Kohle vorhanden ist, wie viel Eisen, wie viel Öl, reines Wasser oder auch der Wind, wie stark der vorhanden ist. Man kann im Endeffekt alle Materialien verheizen, bis auf Eisen, um daraus Energie zu gewinnen. Oh, das sieht gut aus. Beanspruchen. So. Jetzt sind wir auch schon in der Karte drin. Wir haben eine Straßenanbindung und wir haben unser begrenztes Spielerterrain. Wie wir hier sehen, eben wie gesagt Straßenanbindung, Wasseranbindung und sogar Schienen. Mit Schienen habe ich relativ überhaupt noch nicht gearbeitet, muss ich zugestehen. Straßen sind einfach das einfachste Mittel. Allerdings auch das größte Problem, wenn es um Verkehr geht. Und der Wasserweg ist halt für Touristen hauptsächlich da. So, bevor wir jetzt loslegen, gucken wir erstmal, wie der Wind sich verhält. Dazu klicke ich auf den Tab hier unten mit Strom und auf die Windrichtung. Und wie wir sehen, zieht der Wind von Westen nach Osten. Das heißt, wenn ich jetzt im Endeffekt hierhin meine Fabriken bauen würde und hier meinen Wohnbereich, dann werden die alle nachher verkeimt, verdreckt und krank. Das wollen wir ja nicht. Also, ergo, entweder auf einer Seite den kompletten Industriebereich oder am Kartenrand. Ja. Wasser. Das nächste wichtige Gut bei uns ist natürlich Frischwasser. Das gleiche ist auch hier wie mit der Windrichtung einzustellen. Man klickt auf den Wassertab und dann auf das Wasserhahn-Symbol. Und schon sieht man, wo Frischwasser vorhanden ist. Also wir könnten hier im Endeffekt, wenn wir hier unser Industriegebiet aufbauen, sollten wir im Endeffekt das Wasser von hier oder von hier unten nehmen. Also wir haben im Endeffekt genug Platz. Abwasser brauchen wir jetzt noch nicht. Andere Gebäude sind auch unwichtig erstmal. Wir könnten nach Mineralien Ausschau halten. Dazu klicken wir auf Spezialisierung und gehen in den Bergbau rein. Und dann sehen wir hier, wir haben keinerlei Kohle, na doch, ja, etwas. Nee. Moment. Ach, das ist Wasser, wusste ich doch. Und Eisen verfügen wir aber. So, wie schon bereits erwähnt,
gibt es ja die Windrichtung, die von Westen nach Osten zieht. Das heißt, wenn wir die hier abbauen würden, hätten wir eventuell hier Probleme mit unseren Wohngebieten. Vorausgesetzt, die bauen wir hier hin. Aber dazu machen wir uns später Gedanken. Noch nach Öl gucken. Öl haben wir auch keins. Wunderbar. So, dann fangen wir mal an. Und zwar mit einer Straße. Wie bauen wir das? Eine gute Frage. Die Hauptstraße? Das ist wieder so eine Sache. Wie plant man sowas, dass es nachher schöner aussieht, sag ich jetzt mal. Wir wollen hier nach oben zum Industriegebiet. Das Industriegebiet ist allerdings an und für sich für den Anfang erstmal egal. Weil wir ein Wohngebiet brauchen. So, wir haben hier den Reiter. Dieser richtet sich nach dem Kartenrand. Zu so diese schönen Linien. Sprich, wenn wir jetzt... Ah, kann ich noch nicht. Moment. So. Dieses Quadrat, was jetzt gleich entsteht, das ist im Endeffekt für uns optimal. Also sprich zum Bebauen von Wohnungen oder von Industriegebieten. Das müssen wir jetzt einmal auf Play gehen. Damit wir im Endeffekt anerkannt werden als Stadt, weil wir an der Straße was gebaut haben. Und schon kann man im Endeffekt hier seine Städte hinbauen. Also seine Wohnungen. Halt. Städte ist übertrieben. Geld ist auch bald aufgebraucht, wenn es so weitergeht. So. Wie schon bereits erwähnt, hier oben habe ich vor, mein Industriegebiet aufzubauen. Und unten so eine kleine Strandpromenade. Genau das werden wir als nächstes tun. Ich nehme jetzt hier erstmal den Feldweg. Aus dem einfachen und guten Grunde, weil er billig ist. Wenn ich mich dann so gesehen verbauen würde, wäre es dann weniger gravierend. Das ist dann immer so problematisch. Los! Also, wir haben hier unten haben wir unseren Regionsanforderungen, sprich Nachfrage auf Wohngebiete. Die sinkt momentan. Also auf einfache Wohngebiete, auf mittlere Wohngebiete und auf hohe Wohngebiete. Also sprich Einkommensklasse. Schwach, mittel und hoch. Das gleiche haben wir beim beim Gewerbetab. Und zwar die Promenade. Auch jetzt hier hinbau. Und die Wohnungen. So. Das ist im Endeffekt schon der erste Schritt zum Ruhm, ne? Tja. Wie wir sehen, will unsere Stadt jetzt mittlerweile Strom. Also bauen wir ein Windkraftwerk. Nur die Frage ist, wohin? Fällt mir ein, dass es relativ gut da aussehen würde.
kann auch nämlich auch nachher erklären, warum. Nein! Das ist das Problem. Die Raster. Ja, also ab und zu will das Ganze nicht so, wie ich es will. Machen wir so halt. So, jetzt sind wir schon bei dem Punkt angelangt. Ich habe zu wenig Geld. Ja, super. Ich brauche 8000, habe 3000, verdiene 180. Jetzt nehmen wir erstmal einen Kredit auf. Und zwar, wir klicken auf unseren Reiter hier unten. Und sagen, wir wollen einen Kredit aufnehmen. Wir haben hier drei Kredite zur Verfügung, sprich insgesamt 75.000. Und ja, wir nehmen erstmal einen. So. Was hätten wir? Wasser werden wir von... Nein, das ist fast egal, von wo wir das nehmen. Lass mich mal überlegen. Bauen wir die Straße hier lang. Und jawohl, ja. Es gibt Wasser. So. Unser Wasser blubbert gleich los. Und da fließt es. Langsam und gediegen, natürlich. Ja, nicht zu schnell. Selbiges gilt natürlich auch für unseren Strom. Und zack. Natürlich muss das Stromkraftwerk erstmal in Betrieb genommen werden. Wenn man keine Leute hat, dann geht das auch nicht. Und da kommen schon die ersten Arbeiter an. Wunderbar. Und Strom. Hoffe ich. Ach, jetzt. Da fließt der Strom. Ja, genau, er fließt. Langsam. Und geduldig. Ich meine, das gleiche ist ja auch, wenn man daheim den Stecker anschließt, ne? Bis der Rechner erstmal anspringt, dauert das auch 3 Stunden. Eigentlich, aber ja. So funktioniert das halt hier in SimCity. So. Die Stadt wird erstmal mit dem Grundlegendsten versorgt. Und, na, geht so. Jetzt tun wir erstmal vorbeugen, indem wir ein Abwasserrohr aufbauen. Und zwar würde ich das gerne da oben hinbauen, aber die Straße, oh mein Gott. Ich hab doch kein Geld dafür. Gesagt, ich habe kein Geld dafür. So. Und Katsching! Unser Abwasserrohr, welches gleich in Betrieb genommen wird. Da fließt schon die Scheiße. Beziehungsweise jetzt fließt sie. Ein schönes Bild. Wie wir sehen, momentan haben wir keinen Anspruch auf Wohngegenden, minimal auf Gewerbe, was wir hier abgedeckt haben. Und wir haben eine Nachfrage auf Industriegebiete. Das heißt, mehr Industrie braucht die Stadt. Das ist zu viel. So. Tja. Das ist der Anfang bis jetzt. Klein, überschaubar und total langweilig. Wir brauchen mehr Einwohner. Ja, das will ich hier nicht haben. Denn für diesen Bereich habe ich da eine kleine Idee. Eine ganz kleine Idee. Kann ich eigentlich... Ich glaube, das kann ich sogar schon machen. Und zwar, man kann alles individuell ausbauen, also das heißt alles. Größtenteils. Also das Windkraftwerk ist zum Beispiel eins davon. Und zwar haben wir hier die Option, dass wir Straßen bauen können. Diese kosten nichts. Allerdings werden die auch nur vom Windkraftwerk verwendet.
So, wir nehmen jetzt auch mal erstmal Kurven. Und bauen hier einen süßen kleinen Weg hin. Einen Wartungsweg. So wie ich ihn gerne haben will, nämlich. Und zwar... Ja, so sieht gut aus. Passen. Und zwar, wir können das ganze Windkraftwerk noch erweitern mit einzelnen Windrädern und da kann man halt nur nach wie vor an dem Straßenweg platzieren. Wir haben auch die größeren, die produzieren mehr Leistung für weniger Geld, aber brauchen halt auch mehr Platz. So. Nicht zu vergessen, ich spiele mit einer langsamen Geschwindigkeit. Also, sprich, normalerweise ist das auf dem Tempo und dann geht das Ganze auch etwas schneller, wie man jetzt hier wunderbar erkennen kann. Die Leute schenken mir doch das Gemeindehaus, beziehungsweise sie bewilligen es, dass ich mich, ja, dass ich einen Arbeitsort habe, offiziell. Und zwar ist es so, dass das Gemeindehaus relativ günstig ist. In Bezug auf die Umgebung. Deswegen sollte man das auch relativ gut platzieren. Also ich nehme meistens ja so ein Zweierraster. Und dann setze ich das Gemeindehaus hinten dran. Und zwar so. Wichtig zu erwähnen, wir haben ja vorhin gesagt, es gibt unterschiedliche Einkommensklassen, wie man hier erkennen kann. Na. Vergeben Sie einen Stadtnamen. Nicht jetzt. Wo war denn das? Hier. Also wir haben die untere Einkommensklasse, die mittlere und da ist die Wohnungsanforderung momentan da. Das heißt, wir gehen hier auf das Symbol Grundstückspreiskarte und sehen, wir haben überall ein weißes Gebiet für die untere Einkommensklasse. Das rote Gebiet ist nicht so bewilligt. Hellgrüne, mittelgrün, und ganz grün für die obere Einkommensklasse. So. Dieser Bereich expandiert später im Laufe des Spiels. Je mehr Einwohner ich bekomme und je mehr ich das Gemeindehaus ausbaue. Aber erst einmal bleibt er so, wie er ist. Und ich baue hier mehr Wohnungen hin. Das Ganze kann man natürlich auch beschleunigen, indem ich jetzt mal einen Park baue. Wie schon bereits erwähnt, der Park sorgt für eine höhere Lichte. Ah, wir fangen da ganz anders an. So, dieses Haus. Wir haben hier das den Grundstückspreis. Wie schon bereits gesagt, gibt es ja drei Klassen. Schwach, mittel, stark. Oder hoch. Und dieses Grundstück hier ist einfach für die schwache Einkommensklasse. Wir haben hier die Dichte. Diese Dichte wird von der Fröhlichkeit beeinflusst, wird von der Straße beeinflusst und auch von sonstigen Aktivitäten. Sprich, von Feuerwache in der Nähe, von Polizeistationen, Bildungen, Naturparks, Blasen, etc. pp. Da wir hier, wie gesagt, die untere Einkommensklasse haben und wir die eigentlich fast nicht mehr wollen oder weniger wollen, weil die einfach, ja, ungenügend sind für unsere Zwecke, nehmen wir hier einen Park und platzieren den Park. Ja, ja. Platzieren den. Nein, der ist zu groß. Was kleines, was man reinquetschen kann. Natürlich nicht. Also nehmen wir den großen Park hier. Platzieren ihn hier hin. So. Wie schon vorhin gezeigt, der Reiter. Zeigt, dass dieser Bereich expandiert ist. Also sprich, wir haben jetzt einen für die, ja, untere Einkommensklasse immer noch eine Schicht, aber ja,
im Laufe des Spiels sollte das beides besser werden, hoffe ich mal. Hoffe ich. Steve. Okay. Was, wir wollen eine Polizei. Das Ganze war jetzt eine Gelegenheit. Und zwar geht es darum, dass wir Maxis Herrenhaus bauen. Das Ganze ist aber, naja, etwas teuer. Maxis Herrenhaus ist etwas vom DLC-Content, beziehungsweise vom Collector Edition Teil. Und zwar beinhaltet das Ganze, oh Gott, ein Stau auf der Straße, ja. Es beinhaltet halt Helden und Bösewichte. Das sind so spezielle Gelegenheiten, wodurch man mehr Geld gewinnen kann oder auch spezielle Events freischalten kann. Und wie wir jetzt hier sehen, haben wir eine Verkehrsstraße. Diese ist momentan relativ gut befahren. Wir upgraden die. Zweimal. Dreimal. Das Ganze gibt im Straßenbau. Und zwar hier mit dem Upgrade-Symbol. Dann klicken wir die Straße an und sagen, dass wir sie upgraden wollen. Wie bereits erwähnt, Straßen sind dafür auch verantwortlich, dass die Häuser halt aufgewertet werden. In dem Fall haben wir doch alles so kleine Strandpromenaden. So, ja. Schöne Wohnungen, vorstadtmäßig, ab und zu auch mal irgendwo eventuell in eine Tellerhütte. Entschuldigung, ein Wohnwagen. Aber die sind momentan anscheinend nicht vorhanden. Interessant. Naja. So, mittlerweile ist Nacht bei uns. Das heißt, ja, was heißt denn das? Wir können das Ganze bei Nacht begutachten. Die wunderbaren Geschehnisse. So. Straßenauslastung. Ja, so viel dazu. Ja, im Pleite. Mal wieder. Ja, wichtig ist halt auch, dass man die Verkehrswege relativ auslastet. Also, sprich, ein gutes Straßennetz bauen oder halt öffentliche Verkehrsmittel, wie Bahn oder Busse. Anforderungen für Gewerbegebiete ist vorhanden. Mein Gott, dass ich das noch nachgucken muss. Ich bin so schlecht. Wachst, wachst. Wachst. Ja, ich brauche mehr Industriegebiete oder was? Das gibt's doch gar nicht. So. Na, geh weg! Bitte! Danke. So, und du bist jetzt auch erstmal wieder weg. Eigentlich wollte ich eine Hauptverkehrsstraße hinbauen, aber naja. Es läuft halt nicht immer so, wie man will. Ah ja. Von Zeit zu Zeit bekommt man Upgrades. Für das Gemeindehaus. Und... Ka-ching! So. Das Upgrade schaltet halt zusätzliche Features frei. Wie schon bereits gesagt, wir können auch hier wie beim Kraftwerk Sachen erweitern. In dem Fall können wir uns spezialisieren. Und zwar auf einen Punkt von den ganzen. Wir können uns auf Tourismus einlassen, auf den Nahverkehr, auf die Versorgung oder Finanzabteilung sowie Bildungsministerium. Joa. Sagen wir so, die Feuerwehr etc. pp. ist relativ teuer, auch vom Unterhalt her.
Das gleiche gilt für die Verkehrsmittel. Der Tourismus habe ich noch nie ausprobiert. Wäre eine gute Einnahmequelle. Warum nicht? Probieren wir es das Ganze mal aus. Kredit aufnehmen und... ja. Wie bauen wir das Ganze jetzt hin? So. Rathaus. Dann gehen wir auf den Tourismus. Wobei das ja nicht viel bringt, weil, naja. Wir haben nicht viele Leute, aber gut. Wo war denn das da unten? So, wir haben hier unsere Messegelände und Profistadion und auch unsere einzigartigen Sehenswürdigkeiten. Empire State Building, Eiffelturm, Big Ben etc. pp. Davon dürfen wir allerdings momentan nur 3 Stück bauen. So. Das Ganze ist auch wieder in ja, Touristenattraktionen unterteilt, mittlere, hochwertige etc. pp. Kennen wir alle schon. Und Glücksspiel! Wo bauen wir das hin? Da, die Strandpromenade. Ein Casino! Waggy Opsboom! La Pudi! Liv Kuba! So. Das wird so ein Einleitungstext halt, dass die ja, Casino bauen, damit wir Geld gewinnen können, bekommen können, etc. pp. So, was ich euch noch zeigen möchte, ist die Regionsansicht. Ich habe wie gesagt hier eine Stadt ausgewählt. Es gibt ja noch mehrere. Und dieses kann man halt eben in der Regionsansicht machen. Können wir zum Großprojekt wechseln. Wir können auch sagen, hier Freunde einladen oder das Gebiet nochmal zusätzlich beanspruchen. Allerdings, wenn wir in diesem Gebiet sind, wächst unser jetziges nicht mehr weiter. Von daher bleiben wir erstmal hier drin. Und schauen mal, wie es hier weiterläuft. Aller Anfang ist so schwer. Ach. Oh, Katastrophen. Habe ich schon was freigespielt. Das ist aber schön. Da kommen wir später mal dazu. Habe ich ja ganz vergessen, dass es die noch gibt. Auch ein relativ cooles Feature, das zeige ich euch jetzt mal. Wie gesagt, wir können hier unsere Parks aufbauen, unsere Sportzentren und auch sonstiges. Und das erhöht halt eben... Moment. Ja, der Einflussbereich. So. Zack. Und jetzt bauen wir den weiter aus. Das Ganze ist halt eine Sonderanfertigung im Endeffekt. Nein, es passt nicht. Es passt nicht. So, wie machen wir das Ganze? Ein Parken. Und zack. So. Ja. Sind also kleine Spielereien. Und wie man sieht, haben wir jetzt auch hier einen schönen Bereich. Die Häuser werden auch direkt upgradet. Und ja. Man hört hier auch eine wunderbare Dichte. Man sieht, wie es ansteigt. Gemütlich halt. Und da wir jetzt gerade von Dichte reden. Eine Grundschule.
bevor meine Leute wieder anfangen, was abzufackeln. So wie das letzte Mal. Diese Worte, Ding. So. Wir haben eine Grundschule, die ist halt ein Einflussbereich. Alle Leute in dem grünen Bereich, die werden halt dahin laufen. Alle anderen brauchen leider mal wieder einen bescheuerten Bus. Diese faulen Säcke, könnt doch ihre Kinder mit dem Fahrrad hinschicken. So. Hier hin. Und hier hin. Puh. Ja. Wunderbar. Jetzt verfügen wir auch über Bildung. Und wie bereits gesagt, die Bildung ist dafür zuständig, dass zum einen die Leute zufriedener sind. Hier. Zum anderen erhöhen sie aber auch die Technikstufe, beziehungsweise das Bildungswesen, die Technikstufe von Industriewerken. Also das ist ein Langzeitprojekt im Endeffekt. Und zwar... Wo war denn das? Hier. Bildungsniveau. Momentan haben wir 0 von 5. Das füllt sich im Laufe der Zeit einfach auf. Und da haben wir noch die Technikstufe. Und ja, ist im Endeffekt genau das gleiche. Krankenhäuser. Warum wollen die Krankenhäuser? Immer das gleiche. Wie zu wenig. Gerade am Anfang darf man relativ verschwenderisch mit dem Geld umgehen. Weil, ja, man bekommt es auch wieder rein. So, und das war's auch. Und, ja, sagt mir bitte, wie euch das Ganze gefallen hat. Ob ihr mehr davon sehen wollt, wie ich mich verbessern kann. Und, ja, tschö. Und ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Beziehungsweise...